Moin moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ihn hier mal wieder, mein Daily, mein Golf 3. Und zwar wollen wir ihn heute einfach ein bisschen wintertauglicher machen. Sprich, wir bauen heute Winterräder endlich mal drauf. So Mitte Dezember kann man das ja ruhig mal machen. Da habe ich mir ein paar bei eBay ersteigert, die zeige ich euch gleich. Dann werden wir den Kühlmittelsensor tauschen, damit wir vielleicht endlich mal die Drehzahl ein bisschen besser geregelt kriegen. Wir sind jetzt aktuell so bei 1000 Umdrehungen, wenn er im Stand läuft, ist immer noch ein bisschen viel. Ich glaube auch, dass er ein bisschen viel verbrennt, also ein bisschen viel verbraucht. Ich habe es noch nicht gemessen. Auf jeden Fall bei bestem Schrauberwetter heute wieder. Es regnet leicht. Ich weiß, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Schrauber oder so. Das sind ja die Räder, die ich aktuell drauf habe, die schon drauf waren, wo ich das Auto gekauft habe. BBS-Felgen sind geile Felgen. Schlicht, schick und elegant in 15 Zoll BBS Felgen. Aber wie man hier auch schon wieder sieht, er verliert schon wieder Luft. Hinten ist das gar nicht der Fall, aber halt vorne auf beiden Seiten verliert er immer so ein bisschen Luft hier. Ja, wie gesagt, Sommerreifen, und jetzt kommen ein paar Alufelgen mit Winterbereifung drauf. Wie gesagt, ich habe die bestellt bei eBay, was heißt bestellt, ersteigert. Und die schauen wir uns gleich mal zusammen an. Ich habe noch gar nicht reingeguckt, weiß gar nicht, wie die aussehen. Dann ganz kurz, weil viele gefragt haben. Der Bus meiner Frau, also er läuft noch, also er springt auch normal an. Wir haben ja die Glühkerze, die erste gewechselt, und ja, er läuft auf jeden Fall, springt immer zuverlässig an. Er läuft, also erste Glühkerze, die wir gewechselt haben, hat auf jeden Fall was gebracht. Keine Ahnung, ob noch mehr kaputt sind. Ich werde auf jeden Fall die zweite und dritte auch noch machen. Und wir müssen auch noch einiges mehr machen am Bus, also nicht mehr dieses Jahr, aber wie man hier sieht, Kotflügel blühen auf jeden Fall schon wieder ordentlich durch hier. Die müssen wir mal abbauen. Das sind aber geschweißte. Ja, die Schweißpunkte müssen wir bei dem Bus auf jeden Fall aufbohren und dann neue Kotflügel. Vielleicht kriegen wir die auch noch gerettet, aber ich denke eher nicht. Die werden wahrscheinlich komplett durch sein. Und dann kriegt dieser Bus auch neue Kotflügel. Außerdem bekommt er dann auch Laubfang-Dinger hier. Was liegt denn hier drin? Oh, eine Kastanie. Oh. Dann bekommt der Bus auch diese Laubfangblöcke, Blocker, damit das Laub hier nicht mehr reinfällt und sich hier drin sammelt. Aber das ist ein anderes Thema, das ist ein neues Video wahrscheinlich. Und das schauen wir uns später an. Auf jeden Fall, meine Frau ist glücklich, Bus läuft, sie fährt ihn täglich. Alles gut. Es geht los am Golf, wir gucken uns mal die Räder an. Ich habe die Räder, die Kompletträder bei eBay gekauft, ersteigert. Die waren drin für 100 Euro. Kommt natürlich noch Versand dazu. Ich habe gesagt, ach kacke, bietest mal mit. Habe ich tatsächlich für 100 Euro ersteigert. Kam dann noch Versand dazu, 75 Euro. Jetzt habe ich hier Kompletträder, Alufelgen, 15 Zoller. Also nichts Besonderes, halt wirklich nur für den Winter. Mit Winterbereifung, die noch gut sein soll. Wir schauen uns das Ganze jetzt einfach zusammen an und stecken die Dinger da drauf. Ich hoffe, das passt von der Einpresstiefe her. Ich habe mich da gar nicht so informiert. Ich glaube, die haben eine Einpresstiefe von 38 oder so. Und die Räder, die aktuell drauf sind, haben, glaube ich, eine Einpresstiefe von 43, also gucken wir es gleich nochmal an. Das steht hier nämlich direkt auf der Felge auch drauf. Ja, ich merke schon, ich schnack schon wieder viel. Ich fange jetzt einfach an, packe die Dinge aus und los geht's jetzt hier. Lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da. Viele vergessen es immer ganz gerne. Würde mich riesig freuen, wenn wieder ganz viele Daumen auf dem Video sind. Ja, und dann geht das Video auch schon los. Oh, wieso geht denn die Haube eh nicht zu? Wie gesagt, einfach nur ein paar günstige Alufelgen, jetzt wirklich nichts Besonderes für den Golf, einfach nur für den Winter. Und so sehen die aus hier. Schauen die Dinge aus. Luft ist drauf, Profil ist noch etwas drauf. Ja, wir haben hier ein Schneeflockensymbol. Sie sind nicht porös, was ich jetzt hier so entdecke. Wie gesagt, nichts Besonderes. Mal gucken, wenn sie ihm stehen, so von der Optik her, von der Breite her und so, vielleicht lackieren wir die nochmal einmal schön. Vielleicht kann man da ja noch ein bisschen was an der Optik rausholen. Erstmal gucken, ob sie überhaupt passen. Ich finde, die 15 Zoller BBS sind echt schöne Felgen. Meine persönliche Meinung auf dem Golf 3, so
17 Zoll, ich würde sogar sagen 16 Zoll. Ich finde, das sieht einfach nicht aus. Das sieht immer aus wie vor 100 Jahren auf alten Kutschen, diese Räder. So eine riesen Räder, so wenig Reifen. Ich weiß nicht, das sieht doch nicht aus. So, wir haben hier tatsächlich sogar nagelneue Bremsscheiben drauf, nagelneue Bremsklötze. Ich meine, hier wurde schon mal ein bisschen was investiert in die Karre. Und halt ein Gewindefahrwerk, wo ich immer noch nicht weiß, was das überhaupt für eine Marke ist. Egal, darum geht's heute nicht. Heute geht's darum, ob überhaupt die Räder hier passen. Ich glaube, die Räder waren vorher auf dem Opel oder so. Aber es passt, sehr geil. Und ich sehe auch schon, die Felgen sind breiter. Oha, könnte tatsächlich knapp werden. Also ich finde die Räder jetzt gar nicht so schlecht. Klar mache ich das jetzt nicht aus optischen Gründen, sondern einfach nur um Winterräder zu haben. Aber so an sich, die Felgen sind gar nicht so verkehrt, oder? Vor allem, wir kommen auch wirklich ein Stückchen weiter raus. Also die Spur haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen verändert. Wirkt natürlich ein bisschen bulliger, ne? Finde ich gar nicht verkehrt. Natürlich könnte man die ganze Geschichte jetzt noch weiter runterdrehen vom Gewinde her. Ja, cool. Passt auf jeden Fall schon mal. Wir machen an den anderen Rädern weiter und dann schauen wir mal, wie er komplett dasteht. Wie gesagt, ich werde die Felgen nochmal schön abschleifen, nochmal schön lackieren. Vielleicht in Weiß. Weiß finde ich immer ganz geil auf schwarzen Autos. Oder vielleicht eine komplett verrückte Farbe. Ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare, welche Farbe ihr auf den Felgen sehen wollt. Denn vielleicht machen wir da mal ein schönes Video drüber. Gut, auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal weiter hier. Ach, hier, übrigens. Es ist ein Low-Tech-Gewindefahrwerk. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Steht auch so in dem Papier. Ich kam jetzt bloß nicht drauf. Aber irgendwie ist hier noch dezent viel Gewinde vorhanden. Alter Falter, guckt euch das mal an. Ey. Guckt euch das mal an. Aber irgendwie muss dieser Ring doch auch nach hier oben, oder nicht, um zu kontern? Wie tief könnte man das Ding denn schrauben? Das geht doch gar nicht. Wo soll denn hier das Rad hin? Ja, na gut. Oh. Das sehe ich ja jetzt erst. Leute, wir haben hier hinten Spurplatten drauf. Was sind das, 25er? 30er? Okay, ja, wusste ich gar nicht. Ja, ist das halt so, ne? Auch wenn ich das jetzt hier von hier so sehe, ich finde das gar nicht schlecht. Wie gesagt, immer noch besser als Stahlfelgen. Ich mache jetzt noch die andere Seite drauf, die anderen Räder. Und dann fahren wir mal eine Runde, mal gucken, ob sie überhaupt rund laufen. Vielleicht machen wir noch einen kleinen Carporn hier. Er nass. Ey, die letzten Tage hat er das nicht gemacht. Jetzt, wo ich die Kamera an habe, fängt er mit so einer Scheiße wieder an hier. Kann doch nicht sein. Jetzt ist auch noch der Akku leer von der GoPro hier. Meine Fresse. Auf jeden Fall. Was macht er denn hier schon wieder? Ohne Witz, ich bin jetzt die ganze Woche zur Arbeit gefahren und zurück. Und er lief immer, ich will nicht sagen einmal frei, aber er lief immer so bei 1000 und drüber. Auch wenn ich ihn gestartet habe, sofort. Jetzt regelt er runter. Jetzt nur, weil ich hier neue Räder aufziehe, muckt er hier wieder rum oder was? Gefallen ihm die Räder nicht? Ich meine, mir auch nicht, aber was will ich denn machen? Ich weiß nicht, warum er jetzt hier rumspielt. Also den Sensor habe ich noch nicht getauscht. Nicht, dass ihr jetzt sagt, liegt wahrscheinlich am Sensor tauschen. Nein, den habe ich noch nicht getauscht. Ich wollte jetzt erstmal die Räderprobe fahren. Ich will mich eigentlich auch gar nicht aufregen in dem Video hier. Ich will jetzt einfach fahren und dann ist alles gut. So. Egal, die Laune lassen wir uns jetzt nicht verderben hier. Nicht von dir hier, du. Wir fahren jetzt einfach, hoffen, dass die Räder nicht zu laut sind, rundlaufen, also nichts wabbelt, schwabbelt und vibriert hier. Also vibriert jetzt nichts im Lenkrad oder so, also Räder sind, denke ich, tüffig. Sind natürlich nicht die neuesten Räder, die haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber erstmal jetzt für den Winter ist das okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach einen Carporn, regen uns nicht weiter auf, wir lassen den Tag schön entspannt ausklingen mit einem Carporn. Könnt mir gerne eure Meinung zu den Rädern sagen, wie ihr die findet. Ich denke, für den Winter ist das okay. Wie gesagt, wir machen sie vielleicht nochmal schick. Was heißt vielleicht? Ich denke, wir machen sie schick. Also einmal abschleifen, schöne Farbe drauf. Wie gesagt, könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr feiern würdet, was wir da für eine Farbe raufknallen. Von mir aus können wir da auch was total Wildes machen. Egal, Leute, ich verabschiede mich schon mal von euch. Jetzt gibt es gleich noch einen Carporn.
vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss mal kurz schalten. Wenn ich es noch nicht getan habe, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Kap Horn ab. Ich fahre hier fast im Graben. Pum, 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 pum. Und schreibt mir gerne auch nochmal in die Kommentare, ob wir ihn noch etwas tiefer legen sollen. Ja, ich weiß, jetzt kommt sowieso, ja, auf jeden Fall tiefer, tiefer, tiefer. Aber jetzt mal ehrlich, ist das für den Winter okay oder denkt ihr, wir können noch ein Stück? Bei dir ist ja nicht mehr so viel Platz, ne? Ach, was diskutiere ich überhaupt? Klar kommt der tiefer. Ach so, Leute, ich denke, vor Weihnachten werden wir uns nicht mehr sehen. Ich wünsche allen da draußen ein besinnliches, frohes, geschenkreiches, fressvolles, saufgelagiges Weihnachten. Keine Ahnung, lasst es euch einfach gut gehen. Stoßt einfach an auf dieses Kackjahr, sag ich mal. Lasst euch nicht ärgern von den Idioten da oben. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Das war für alle ein hartes Jahr. Ich denke, alle, beziehungsweise die meisten, mussten Scheiße fressen dieses Jahr. Ich will gar nicht groß auf dieses Thema eingehen. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest mit euren Lieben. Und ich verabschiede mich. Vielleicht kommt zwischen den Feiertagen nochmal ein Video. Ich weiß es noch nicht genau. Wenn nicht, Leute, wünsche ich natürlich euch auch einen guten Rutsch. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr. Aber vielleicht sehen wir uns nochmal. Schauen wir mal. Macht's gut, haut rein. Adieu.